Was kommt jetzt? Oh. Vielleicht mal ohne Kostüm. Da wäre ich dafür. Mann, dass er dann springt, der Spasti-Block. Ja, Alter, die Steuerung. Leute, ihr habt keine Vorstellung. Ich drücke einen Nanomillimeter mit einem 0,0001 µ Stärke auf oben und der fliegt direkt in Orbit. Ja. Nicht die Hyopies jetzt auch noch. Ey. Ey, mit der jetzt kommen gleich zwei davon und ich kotze. Ja, okay. Viel zu viel Damage. Mann, dieser mickrige Schuss. Dieser mickrige Schuss. Ohne Stachel war eh zu leicht. Heal, hey. Sehr balanced. Gar nicht erwartet, dass ich Heal bekomme. Ich glaube, die zu ignorieren ist halt noch dümmer. Boah, ist das schlimm, das Spiel. Dieser mickrige Schuss. Hat die Kanone überhaupt keinen Wumms? Die Kugel fällt da einfach raus. Das ist einfach ein Rohr. Und da rollt eine Kugel raus vorne. Was ist das für eine Kanone? Und diese Kanone, die ohne Wumms kommt, hat voll den AOE-Damage. Aber gerade die Granate vom Moped macht gar keinen Schaden. Die Handgranate. Aber die Eisenbälle, die Murmeln. Verbrennen das Spiel. Nein, das ist gut. Guckt euch die Schäbigen an. Warum diese Bälle jetzt so ein AOE-Damage machen, ist mir ein Rätsel. Boah, also Respekt für jeden, der das Spiel durchgespielt hat. Aber auf jeden Fall angenehmer als das Moped, muss ich sagen. Nein, Idiot.
Boah, was mich halt richtig betroffen macht, dass das Level 7000 Jahre lang ist. Diese Dracula-Musik. Okay, das ist ultra hart. Das ist jetzt ultra hart. Weiß ich nicht, Rules, weil das Spiel sonst zu leicht wäre. Oh! Ja, jetzt mal ernsthaft, warum ist das so lang? Hab ich's? Alter! Das schwerste Spiel der Welt! Ja, Luis, ich sag's dir, ich hätte alles kaputt gemacht. Alles. Hat gleich 1 Million, Leute. Mist, hätte ich gerne mal gesehen, ob das überhaupt geht. Mit dem Block ist der easy, weil ich dann eigentlich immer nur ganz nah an dem dranbleiben muss. Das ist schon der ganze Trick. Der ganze Zauber. Okay. Wenn ich schieße, kann ich mich nicht mehr bewegen. Wow. Nicht mal in der Luft. Momentum wird einfach abgebrochen. Was ist das für ein Panzer, der 1 Zentimeter schießt? Und wie langsam schießt der denn? Oh mein Gott, das wird eine Katastrophe. Warum läuft der nicht durch die Höhle, der Idiot? Die Hitbox ist auch irgendwie komisch von mir. Pavian, danke für 10 Monate. Hä? Das fliegt genau parallel zur Bahn. Zum Boden. Oh Gott. Billy the Noob 82, danke für 11 Monate Support. Okay, es muss nur eine Lücke sein und ich fall durch. Achtung. Wah! Gut, ist realistisch. Das ist realistisch diesmal. Oh, ich kann mich heilen. Guck aber erstmal, ob hier noch Gegner sind. Alles richtig gemacht, Herr Densen.
nur am Pre-Feiern. Ist das dumm. RIP. Die Castlevania-Musik, die passt halt so null, finde ich. Der da mit dem Panzer durch muss. Wie bescheuert. Ja, man wird halt zurückgestoßen. Meistert beschissen! Weiß ich nicht. Diese spastihaften Entwickler. Mann, ist das unnötig. Phoenix-Droide, aber wir sollten jetzt hier nicht auf Realismus gehen, ne? Hätte man noch andere unrealistische Sachen. Habt ihr die Decke gesehen, Alter? Ey, ist das krass. Soll ich das jetzt noch machen? Boah, das ist ja richtig heftiger Shit. Also, ich will das skippen. Jetzt habe ich den Panzer raus. Also easy, easy Snacks sind das hier, die Gegner. Kann nur besser werden. Als dieser Panzer. Obwohl das Motorrad war echt am schlimmsten. Habe ich bis jetzt noch gar nicht geholt. Ich könnte vielleicht auch noch mal komplett zurück, wenn ich jetzt hier unnötig blöden Damage ziehen würde.
Oh, oh, oh. Wow, wow, wow. Bleib locker. Bleib locker, du kleines Tentakel. Oh. Das ist der intensivste Scheiß, den ich jemals gespielt habe. Scheiße. Mist. Junge! Gibt's auch sowas wie Iframes in dem Spiel? Jetzt habe ich verloren. Alter, das gibt's doch nicht. Wirklich? Na komm, ey. Leck mich am Arsch. Kannst du vergessen, ich muss von oben die Dinger schon abballern, glaube ich. Das ist schon Original-Sound. Und klar, klar. Ich glaube, ich starte mal eben die Elgato neu, denn auch hier habe ich, glaube ich, wieder so kleine Tonverschiebungen. Besser. Mittel, Nico. Nein, das ist ein gutes Spiel. Also wer da was anderes sagt, der hat keine Ahnung von Jump'n'Runs. Bis auf die Flohsuche, die fand ich halt ein bisschen dumm. Und das Ende hier ist halt sehr einfallslos. Alle Level gleich, alles dasselbe, immer nur Copy-Paste. Du fährst halt nur mit einem anderen Fahrzeug dadurch. Und das finde ich halt schon ein bisschen schwach. Hier hätte man auch ruhig nochmal den einen oder anderen neuen Gegner holen können. Gerne von hier oben schon kaputt machen. Ich weiß halt. Ja, das hätte funktioniert, ne? Heftig. Ja, ich hätte die von da oben kaputt machen können. Geh doch bitte einfach kaputt. Mann, ey. Okay, Heal kommt. Bei super gut zum Ghost passt halt auch noch das Setting, ne? Wenn man jetzt sagt, das Dark Souls der 90er. Alter, wie viel Damage ich einfach fress. Ich weiß, Magna Kalba. Da ist doch in L.A. dieses Event von 2K. Das weiß ich, das weiß ich. Wir spielen halt die Kindergeburtstagsspiele, ne? Hier ist der harte Scheiß. Hier ist... Sekiro und so ein Kindergeburtstag, ey. Das schafft meine Omi. Block. Das ist der neue Maßstab. Ja, wie soll ich denn an den ran? Ein Herz. Das ist so OP. Das ist so krank. Jetzt kommt der Schuss da noch oben.
Das ist so ekelhaft mit diesem Knockback-Ding. Ich weiß halt nicht genau, wo ich stehen kann noch. Was quasi mein Charakter ist und was nur ekelhafte Grafik. Das war knapp. Oben gerade gegen irgendeine Decke geknallt bin. Das ist halt aber auch ultra dumm. Und warum ich da 7000 Hits brauche. Ich mach lieber noch einen kaputt. Es war wieder so knapp mit der Decke. Ja, jetzt kommt noch so ein Flo mit einem Herz. Ripperoni. Dieses Spiel. Easy. Frage lieber nicht, was als nächstes kommt. Nee, besser nicht. Vielleicht gar nichts. Gar nichts wäre echt am allerbesten. Das wäre wahrscheinlich am einfachsten. Also wird das nicht passieren. So, komm schon. Ich habe auch nur noch 3 fucking Blocks. Okay. Ich habe einfach mal super Kontrolle. Okay, das fühlt sich erstmal gut an. Bis auf, dass ich natürlich riesig bin und nicht nach unten schießen kann. Ja, wie soll ich die denn töten? Ja, die tötet man jetzt, glaube ich, hier eher nicht. Nee. Wow, das Ding hat eine Beschleunigung. Das ist, wenn, als würdet ihr in Windows die Mausbeschleunigung aktivieren. Zur Hölle. Mein so richtig fast hat nicht, dass alle Gegner unter mir sind und ich habe einen Move, wo das einfach nur waagerecht schießt. Bonus-Block, den kann ich gebrauchen. Naja, ich müsste prinzipiell die Gegner nicht töten, aber die Projektion, die Geschwindigkeit.
Und das ist wahrscheinlich... Komm, verarsch mich nicht. Passt bestimmt genau. Ey, komm. Was ein Schund. Ist das assig? Ist das assig? Hä? Okay, jetzt erklär mir, wie ich da durch soll. Nervt mich halt gleich. 100%. Drum04, dankeschön für dein Sub. Okay, ich glaube, nur ich als Plock bin die Hitbox quasi, ne? Konnte man die Dinger auch in den Leveln bekommen? Sind das jetzt spezielle, die man nur am Ende kriegt? Oder konnte man die auch schon vorher kriegen? Also das UFO hier und so. Eigentlich konnte man die Sachen doch auch schon vorher kriegen, ne? Boah. Boah, Heal, zum Glück. Das heißt aber, das Level ist noch lang. Sonst gäbe es da kein Heal. Ist das bescheuert. Aber ich bin voll. Nein. Alter. Easy. Das ist. Ich hoffe, ich kämpfe jetzt nur noch gegen die Flohkönigin in irgendeinem Fahrzeug und habe nicht noch ein Level. Das sieht so aus, ja. Komm schon. Was haben wir jetzt? Ein Floh? Das wäre lustig. Ich springe automatisch. Muss das sein? Ich springe automatisch. Boah, das ist aber richtig krank. Dass ich automatisch springe, ist halt die Zerstörung.
Okay, verstehe. Wenn die landet, dann schießt sie Eier auf den Boden. Ah, dann fliegen die in so einem Bogen. Alles klar. Man muss den Boss halt auch ein bisschen schnallen erstmal. Nein, scheiße, dass man automatisch springt. Leute, was ist das für ein Kackboss? Kann ich das nicht irgendwie unterbinden? Im Prinzip braucht man keine. Man braucht nur Y und die Richtungstasten. Okay, ich habe den Boss jetzt aber auch erst geschnallt. Also wenn er landet. Boah, wie unnötig der Hit war. Die springt nicht. Wow. Macht ihr sie immer dreimal? Dann müsste ich sie eigentlich nur von der Mitte. Dann müsste ich es eigentlich nur von der Mitte. Jetzt immer mehr an den Rand treiben. Nee. Ja, es sind aber, glaube ich, immer drei Schüsse tatsächlich. Scheiße, das war dumm. Okay, ich darf niemals über sie rübergehen, quasi. Das macht keinen Sinn. Okay, die ersten Hits. Ich habe nur noch zwei Leben, Leute. Die ersten Hits waren unnötig. Die ersten Treffer waren scheiße, die ich bekommen habe. Ist der dumm? Warum der die einfach nicht einfach abnimmt? Weiß halt auch nicht, ob ich. Das war dumm. Scheiße. Ich weiß halt auch nicht, ob ich sie ganz häufig treffen kann am Boden oder ob das keinen Sinn macht, da zu schießen jetzt. Kann doch nicht drauf achten. Sie kriegt keinen Damage gefühlt, ne? Nee. Scheiße. Ich darf nicht über die Mitte gehen. Nee. Jetzt muss ich nur noch dodgen. Was ich da schieße. Hey, was denn? Schon wieder hat mich das da oben getroffen. Fuck you! Ich glaube, das Muster ist immer gleich sogar. Irgendwie hat mich dann als sie noch 4 AP hatte, das Ding oben getroffen. Der mich jetzt getroffen hätte.
gehe wieder über die Mitte, ich Idiot. Ich gehe wieder über die Mitte. Ich glaube, wenn ich mich da in die Mitte stelle. Oh nein! Fantastisch, ich habe es geschafft. Boah, ich hoffe, sie ist tot. Easy. War schon fies genug, also ich bin jetzt hier einfach mit dem letzten Leben durch. Antonius, dankeschön für 330. Blieb Purple 100, Bonus 30. Antonius, ich danke dir für den kleinen Support mit den Bits. Vielen herzlichen Dank, mein Lieber. Dankeschön. Blieb Purple, Bonus 30. Danke. Endlich gehört Famosa wieder mir. Die Flöhe gehören der Vergangenheit an. Ich kann langsam wieder Licht anmachen, ne? Kann ich einfach die Deckenbeleuchtung anmachen. Ups. So. Grob 3 Stunden, ja. Besondere Grafik, die Pickford und Dan Whitworth. Kann's auch nicht abbrechen, aber das gönne ich mir hier. War schon fies, muss man einfach sagen, war ein schweres Spiel. Ist ab morgen natürlich dann auch in den VODs unten zu finden. Lock. So ein schönes Spiel. Jetzt Kaizo-Block, ja. Ja, wie gesagt, ich kann nichts machen. Ich lasse es mal durchlaufen. Ich glaube nicht, Serious. Ich habe das noch nie gesehen. Ich kannte diesen Opa-Move, also bis da war ich wohl immer, bis man da eine Opa wurde. Und ich glaube, bei den Flöhen war dann vorbei. Weil den dritten Boss oder den Boss mit den Stacheln im Hintergrund habe ich noch nie gesehen. Geil, Juniors. Ja, hast du dir verdient, wenn du dir das angeguckt hast. Ja, ich will noch... Ach doch, ich kann Start drücken. Hey. Ey, ich brauche einen Screenshot. Das ist das hässlichste Bild auch aller Zeiten. 1.786.000 Punkte. Leute. Gut gemacht. Ich würde sagen, das war sehr gut gemacht. Jetzt kann ich nichts mehr tun. Das war Plock. Jetzt kommt Luffy, ja.